Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schmuckvideo von mir. Ja, ich hatte es angekündigt, ne, dass ich ein Schmuckvideo machen möchte mal wieder. Ich glaube, das letzte Mal war das irgendwie vor einem Jahr oder so. Ich habe mal geschaut zwischen meinen ganzen Videos und ich bin der Meinung, irgendwann letztes Jahr, glaube ich, im Frühling hatten wir das letzte Schmuckvideo gemacht und ich habe mir gedacht, ich zeige das jetzt mal und ja, und starte einfach mal mit den Sachen, die ich mir gekauft habe. Ich werde euch immer mal so ein paar Bilder einblenden. Dann könnt ihr das vielleicht auch noch besser erkennen, weil da muss ich nicht immer die Ohrringe umstecken, so wie das letzte Mal und so. Dann geht das ein bisschen einfacher, finde ich, ne? Also ich denke mal, so ist es leichter für uns alle, also zumindest für mich. Und ich starte jetzt einfach mal mit den Ohrringen, die ich jetzt schon drin habe. Wie ihr bemerkt habt, bin ich jetzt so ein bisschen umgeschwenkt auf silbernen Schmuck, ne? Das liegt einfach daran, weil ich immer finde, dass der silberne Schmuck zu diesen silbernen Haaren, also zu den grauen Haaren besser passt. Und wenn man dann auch noch so irgendwie sowas Schwarzes trägt oder so, dann finde ich das immer im Moment total schön. Ich weiß, ich habe in jungen Jahren ganz viel Silberschmuck getragen und später dann nur Gold, bis ja vor einem Jahr fast. Und irgendwann fing ich an, dass ich mir immer mehr Silber gekauft habe. Und vor allen Dingen möchte ich euch sagen, dass ich meinen den meisten Schmuck oder so ziemlich alles eigentlich immer bei Rossmann kaufe, weil ich finde, dass Rossmann echt tollen Schmuck hat. Erstmal hat er Modeschmuck und die haben natürlich auch echten Schmuck. Also ihr könnt auch echte Silberringe kaufen dort oder echte silberne Ohrringe. Und ich habe auch einige Teile hier, die sind jetzt echt Silber. Nur so ganz genau weiß ich es nicht mehr, weil ich einige Teile auch schon länger habe und jetzt nicht mehr genau weiß, waren die echt Silber oder waren sie nicht echt Silber. Also ich rate euch wirklich unbedingt mal bei Rossmann am Schmuckrondell zu schauen. Die haben so viel tollen Schmuck, wirklich von ganz modischen Sachen, Ketten, Ohrringe, bis hin zu ein bisschen Konservatives oder Schlichtes oder so. Und ich finde, da wird jeder fündig. Und ich finde einfach die Preise bei Rossmann optimal. Ich war auch schon bei Bijou Brigitte und ich finde auch, dass die tollen Schmuck haben. Aber da muss man auch immer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und ich finde gerade so bei Schmuck, wenn man sagt, ach, ich möchte mal wechseln. Ich möchte mal, so wie ich jetzt, von Gold auf Silber umschwenken. Ich möchte einfach mal öfter ein paar neue Ohrringe haben. Dann finde ich es auch ganz toll, wenn ich sagen kann, ich kriege für 3,95, 5 Euro ein paar Ohrringe. Ich kriege ein Armband für 8 Euro oder so. Also die haben wirklich Sachen, die kosten wirklich nicht viel. Und deswegen sage ich immer, Rossmann hat wirklich tollen, tollen Schmuck. Und ich kaufe da wirklich ganz gerne ein und ich werde es auch immer wieder tun. Was es nicht heißt, dass ich mir auch mal ein gutes Stück gönne oder was auch mal mehr kostet. Aber ich habe so viel echten Schmuck, auch den ich euch noch nie gezeigt habe. Erbstücke sind dabei von meiner Mutter und von meiner Ur-Urgroßmutter. Aber das trage ich halt nicht vor der Kamera. Das trage ich dann nur mal, wenn wir irgendwie so weggehen. Aber wenn ich jetzt hier so sitze, freue ich mich immer, wenn ich so meinen silbernen Schmuck habe und den euch zeigen kann und vielleicht euch damit einen Tipp geben kann, weil ich weiß, auch auf Instagram und auch schon in meinem letzten Video kommt es immer gut an, dass ihr sagt, oh Astrid, wo hast du die Ohrringe her, wo hast du den Ring her? Und dann sage ich immer, bei Rossmann, schaut mal bei Rossmann. Rossmann hat tollen Schmuck, ich werde bei DM nie fündig. Warum, weiß ich nicht. Ich kaufe gerne bei DM und meinen meisten Haul habt ihr immer, dass ich einen DM-Haul mache. Aber ich habe auch Rossmann und wenn ich Schmuck kaufe, gehe ich immer zu Rossmann. Immer zu Rossmann. So, und jetzt werde ich euch einfach mal anfangen, die Sachen einzublenden. Ich werde euch dann auch noch ein anderes Schmuckstück zeigen, was ich zugeschickt bekommen habe. Das haben viele schon mitbekommen auf Instagram natürlich, dass ich von Daniel Wellington nochmal eine tolle Uhr zugeschickt bekommen habe. Und die finde ich so schön. Ich habe auch letztens schon gesagt, ich finde die viel, viel schöner wie die mit dem Lederarmband. Und mir schrieb jemand, ach so, du hast recht, dieses Mesh-Armband, das ist so weich und das schneidet nicht ein und da klemmst du keine Härchen ein. Und das ist wie eine zweite Haut, wirklich und ganz toll. Aber ich zeige sie euch gleich. Erstmal fangen wir mit dem Schmuck an und ja, ich fange mal mit den Ohrringen an. Diese Ohrringe, ich kann euch nicht sagen mehr, wie die Preise waren. Also die liegen aber immer so, ich sag mal, vielleicht haben die 3, 4 Euro gekostet. Ne? Das sind immer Preise, wirklich super erschwinglich. Ne? 3, 4, 5 Euro. Diese Ohrringe finde ich schon mal super, super schön und ich weiß jetzt auch nicht, ob sie echt Silber sind. Bei meinen Ringen, die ich euch gleich zeige, weiß ich das, aber ich finde auch immer, dass der Schmuck wirklich sehr, sehr echt aussieht bei Rossmann und
auch lange seine Farbe behält, ne? Ich habe ganz viele Schmuckstücke schon über ein halbes Jahr oder ein Jahr und die verfärben auch nicht. Und ich finde mal, das ist das Wichtigste. Ihr müsst sie nur dunkel lagern. Also ich kann euch vielleicht nochmal ein Bild einblenden von meinem Schmuckschrank, den ich habe. Ihr wisst ja, seitdem ich hier mir meine neue Ecke gemacht habe, habe ich ja beim dänischen Bettenlager meine Möbel gekauft und da habe ich mir auch einen Schmuckschrank gekauft. Da sind die Sachen drin. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass sie dunkel gelagert werden, denn ich habe eine Kette, wo ich der Meinung bin, dass die silber ist und die hängt immer so am Fenster in dem Bereich und die ist irgendwie so, hat die sich verfärbt, ne? Aber gut, Silber sowieso an der Luft, das ist wie mit Besteck, ne? Muss man ab und zu mal putzen. Aber ich wollte euch nur mal diese Ohrringe zeigen, weil die finde ich richtig schön. Das waren jetzt meine letzten, die ich mir gekauft habe, zusammen mit ein paar Ringen. Die zeige ich euch aber auch gleich. Die nächsten Ohrringe, die ich euch auch zeigen möchte, die halte ich euch einfach jetzt mal hoch. Bilder werden ja auch eingeblendet. Das sind zum Beispiel diese hier. Also die finde ich auch total schön. Ich halte euch den mal ein bisschen näher nochmal in die Kamera und drehe den mal. Der sieht so aus, als hätte man den so ein bisschen so mit so einem Hammerschlagdekor, ne? An manchen Stellen so ein bisschen platt gehauen und der ist hier ganz dünn, dann wird da wieder so ein bisschen gewölbt. Also ich finde, der sieht auch am Ohr unheimlich schön aus. Also ich mag den total gerne. Ist übrigens ein Stecker. Und die Stecker passen wirklich alle super gut von Rossmann. Ich habe noch keinen gehabt, der da irgendwie nicht gepasst hat. Jedenfalls finde ich die sehr, sehr schön. Die trage ich auch total gerne. Ich weiß gar nicht, die habe ich jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr. Hoppla, und da bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden, oh Astrid, wo hast du denn die Ohrringe her? Ich will sie euch nochmal so in die Kamera halten. Vielleicht könnt ihr sie auch nochmal sehen. Also ich finde die super, super schön. Und auch, ich denke mal, dass sie so bei, weiß ich nicht, maximal vielleicht 5 Euro gelegen haben. Und selbst wenn sie 6 Euro gekostet haben, ich finde die super schön. Ja, die fand ich also sehr, sehr schön. Die habe ich mir auch mitgenommen. Welche, die ich schon länger trage, da habt ihr mich auch schon, auch, ich weiß gar nicht, im Frühling drauf angesprochen, ne? Da hat jemand gesagt, die ist Gebamsele, ne? Das sind diese hier. Ich halte euch erstmal ein in die Kamera oder so. Da könnt ihr die mal sehen. Und die finde ich auch total schön, wenn man die so hinlegt. Dann sind die ganz flach, ne? Könnt ihr das sehen? Das sind diese drei Ringe so ineinander und wenn man sie dann anhebt und trägt sie am Ohr, dann hat man wirklich so wie so mehrere Kugeln so ineinander sieht das aus. Also die sehen am Ohr auch super, super schön aus und ich mag die total gern. Vor allen Dingen lassen die sich ganz leicht reinstecken. Ihr habt hier praktisch nur diese Öse, ne? Das heißt, ihr habt da nicht irgendwie noch so einen kleinen Stecker hinten drin, sondern die werden einfach nur reingehängt. Ne? Das sind wirklich Hängerchen. Ne? Die schiebe ich mir rein so ins Ohr und dann hängen die und dann braucht man da auch nichts weiter machen. Die hängen dann wirklich so ganz gerade. Das hintere Teil hier ist dann hinterm Ohr und ja, die trage ich super, super gerne, weil sie auch ganz leicht sind. Dann habe ich auch schon welche etwas länger. Das sind diese hier und zwar sind das solche Stecker. Ich zeige sie euch erst nochmal von vorne. Die sehen so aus, immer wie so ein Blattmuster, so ein bisschen, so durchbrochen und dann immer mit einer Silberumrandung. Also die haben immer so eine ganz feine äußere Silberumrandung, sind so durchbrochen. Das könnt ihr, glaube ich, auch ganz gut erkennen. Das sind Stecker, die kommen so rein. Könnt ihr hier auch ganz gut sehen. Die sind ein bisschen schwerer. Also diese beiden, das sind die einzigen, glaube ich, die ein bisschen schwerer sind. Aber dennoch am Ohr unheimlich gut aussehen. Ich mag die total gerne. Ich weiß auch, als ich sie mir gekauft hatte, ich hatte sie, glaube ich, in meinem ersten Video gezeigt und dann haben schon die ersten gesagt, oh, Astrid, wo hast du denn die tollen Ohrringe her? Ja, also ich finde die richtig schön. Und ich bin der Meinung, dass ich die letztens auch noch gesehen habe bei Rossmann. Die haben den Schmuck relativ lange. Also wenn er nicht gerade ausverkauft ist, dann haben die den immer noch. Und ansonsten bekommen sie dann natürlich ihre neue Kollektion immer. Und aber die machen sich richtig gut. Ich mache die total gern. Schaut mal, die sehen richtig schön aus. Ja, die mag ich auch total gerne. Ich weiß nicht, man sagt immer, ich mag die gern, ich mag die gern. Ja, natürlich. Sonst hätte man sie sich auch nicht gekauft, ne? Wenn ich sie nicht mögen würde. Dann würden sie schon entweder in der Tonne liegen oder ich hätte sie mir einfach gar nicht gekauft. Deswegen sage ich immer, wenn ich die Sachen so zeige, dass ich sie natürlich alle schön finde. Vor einiger Zeit haben mich welche auf diese Ohrringe angesprochen. Die zeige ich euch jetzt auch mal. Das sind diese hier. Ich stülpe die mal so ein bisschen über den Finger, weil dann kommt euch das nämlich gleich bekannt vor. Und zwar haben mich da einige gefragt, oh Astrid, das sind ja schöne Ohrringe. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, oh, die hätte ich aber gerne
als Ohrring auch nochmal, nee, da kann man es nicht gut sehen, als Ohrring nochmal. Und da haben mir viele gesagt, ja, schau doch mal, die gibt es als Ohrring auch. Aber irgendwie bin ich nicht fündig geworden. Also das sind zweimal Stecker hier. Und dann habe ich mir die nochmal gekauft und habe einfach hier hinten diesen Stecker, hat mein Mann, also nicht ich, sondern mein Mann mir abgeknipst. Ne? Das sieht dann so aus. Das heißt, ihr könnt euch für 3,95 so ein paar Ohrringe kaufen oder zweimal und dann werden die einfach abgeknipst. Ne? Und dann habe ich den zum Beispiel so, mal gucken, dass die Kamera das einfängt, so einfach über den Daumen gestülpt. Oder ihr könnt es natürlich auch, das habe ich hier auch schon mal gemacht, dass ich mir die einfach über den Finger schiebe und teilweise auch doppelt. Und dann sieht das halt einfach so aus, ne? Man kann die doppelt gut tragen, finde ich jedenfalls. Und man kann sie natürlich auch einzeln gut tragen. Und hinten sind sie auf. Das hat nämlich einen Vorteil, habe ich hinterher gemerkt, dass man die auf und zu biegen kann, so ein bisschen. Das heißt, wenn sie euch zu groß sind, dann macht er die einfach so ein bisschen zu noch, ne? Und mir waren sie, glaube ich, ein bisschen eng und ich habe sie mir dann einfach noch ein bisschen aufgebogen. Und das fand ich natürlich super. Und deswegen habe ich mir die dann so gekauft, hier für den Daumen zum Beispiel. Oder manchmal trage ich sie auch doppelt dann einfach darüber. Dann hat man natürlich die Ohrringe passend und die Ringe passend dazu. Ja, und irgendwie hatte ich mir dann aber nochmal welche mitgenommen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich gucke gerade mal, sehen die anders aus? Ja, so ein bisschen, die sind ein bisschen größer. Und zwar sind das, Moment, ich komme gleich, ich will das hier nur zumachen. Das sind diese hier. Und zwar zeige ich euch gleich mal, was da der Unterschied ist. Das sind auch wieder so welche. Aber die sind hinten mit so einer kleinen Öse. Ne? Manch einer mag keine Stecker, habe ich mir gedacht. Und hier habt ihr also praktisch diese Öse, die ihr aufmachen könnt. Und die könnt ihr dann ja da reindrücken. Und dann habt ihr hier praktisch die richtig geschlossen. Ne? Dann hängen die auch richtig und sind nicht eben als Stecker am Ohr. Die sind so ein bisschen anders, finde ich noch, wie die anderen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, nee, ich glaube, diese hier sind auch Silber. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber jetzt fällt es mir wieder ein. Ich glaube, diese hier sind aus Silber mit dem Verschluss, mit diesem Verschluss hier. Und die anderen waren, ja, die waren halt als Modeschmuck, ne? Deswegen waren die, glaube ich, auch teurer. Obwohl ich der Meinung bin, dass diese hier auch nur um die 10 Euro gekostet haben und diese hier irgendwie die Hälfte dann, ne? Aber so könnt ihr das halt machen. Erstmal könnt ihr gucken, möchte ich einen Stecker oder möchte ich hier wie so eine Kreole mir das reinhängen, ne? Und möchte ich Silber oder möchte ich Modeschmuck? Und wenn ich jetzt sage, ich möchte Modeschmuck, kann ich mir natürlich davon auch mal eben hier so einen Ring selber machen. Ja, und das finde ich total super. Da haben sie mich alle nachgefragt bei Instagram, das weiß ich noch, dass jemand mir schrieb und sagte, oh Astrid, wie hast du denn das gemacht und wo hast du denn den schönen Ring her? Und da habe ich gesagt, das ist kein Ring, das ist ein abgekniffener Ohrring. Ja, ich bin immer sehr kreativ. Also was das betrifft, das war ich schon immer. Ich mache mir das dann manchmal dann einfach selber, den Schmuck, wie es mir so gefällt. Und dann passt das. Ja, und dann habe ich mir natürlich, ich fange mal, nee, doch, ich habe nochmal Ohrringe in Silber, Quatsch, in Gold. Das sind diese hier, die sind aber auch gut angekommen bei euch. Ich weiß, als ich die gezeigt habe das erste Mal, habt ihr gesagt, oh, die sind aber schön. Und das sind auch so Stecker. Das sieht man hier, glaube ich, ganz gut. So. Aber die kann man so reinhängen. Ne? Die gehen hier auch ganz locker rum. Könnt ihr einmal so drehen. Und auch so, also die sind komplett locker am Ohr. Und wenn ihr die dann drin habt, dann sehen die einfach so aus, ne? Also ich finde die sehr schön. Das sind so mehrere Ringe, also wie so Kreolen in verschiedenen Mustern. Also mal so ein bisschen aufgeraut, mal so ein bisschen glatt. Und das ergibt dann so dieses tolle Muster am Ohr, ne? Dass das nicht so langweilig aussieht. Aber bei Goldschmuck, da mache ich es dann auch wirklich so, dass ich mir meinen Echtgoldschmuck oder die Ringe dann dran mache oder eben diese beiden Ringe, die habe ich euch jetzt auch mit eingeblendet. Das ist einmal dieser hier und den habe ich mal, glaube ich, hab ich den bei DM gekauft oder auch bei Rossmann, ich weiß es gar nicht. Diesen hier, den hatte ich mal nur den Ring abmachen hier, sonst kommt er ganz durcheinander. Den hatte ich hier mal von Marktkauf, also Edeka Center. Entschuldigung, nicht Marktkauf, aber Edeka Center, der war auch nicht teuer. Das ist einfach nur so ein Modeschmuck, wo ich immer mal sage, ach, das trage ich ganz gerne mal hier vor der Kamera. Da ist ein kleiner Stein oben drin.
Der ist auch aus Kunststoff. Das ist nicht mal Zirkonia oder so. Das ist wirklich nur, ja, Modeschmuck halt, ne? Aber die beiden habe ich dann in Gold. Und wenn ich dann mal Gold tragen möchte, so wie mit den Ohrringen jetzt hier, dann trage ich einfach die Ohrringe in Gold und mal die Ringe in Gold. Ja, und dann komme ich mal zu meinen Ringen. Ich zeige euch erstmal die, die echt Silber sind. Das sind nämlich diese hier. Ich werde euch die aber gleich nochmal einblenden. Das sind diese hier, diese kleinen. Mit den Zirkonia-Steinen sind das sogar, glaube ich, aber ganz kleine halt nur, ne? Und daneben das Unendlichkeitszeichen. Dann habe ich hier diese Welle zum Beispiel hier vorne drauf und nochmal diesen anderen kleinen. Also diese hier, die habe ich von Rossmann auch. Die sind alle von Rossmann eigentlich, aber die sind echt Silber, ne? Die waren auch ein bisschen teurer. Ich will jetzt nicht sagen, wie viel, ob ich dafür einen Ring 10 oder... Ne, der hier hat alleine, glaube ich, schon... dieser hier, der hat hier alleine, glaube ich, schon 14 Euro gekostet. Also der war ein bisschen teurer, ne? Dieser hier, der mit dieser Spitze oben dran, der war etwas teurer. Und den habe ich, glaube ich, 14 Euro oder so, was der gekostet hat. Aber die anderen auch so irgendwie 10, manchmal waren es auch 2. Ich bin der Meinung zum Beispiel, diese hier, die wurden so im Doppelpack verkauft, ne? Wie hier abgebildet jetzt auf meinem Finger. Die beiden, das Unendlichkeitszeichen und der andere, kosteten dann aber auch nur 14 oder 15 Euro, glaube ich. Aber ich finde, das ist immer noch in Ordnung für einen Silberring. Also wer jetzt sagt, ich vertrage keinen Modeschmuck, Rossmann hat auch silberne Ringe und die finde ich auch sehr schön. Also da wird man auch fündig, sind auch super modern. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass die irgendwie altbacken sind. Auch diesen hier finde ich immer unheimlich schön. Diesen hier, den trage ich in letzter Zeit fast nur. Also diese vier Ringe trage ich im Moment immer in meinen Videos. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, weil ich sie einfach so gerne mag, ja. Und dann hatte ich mal diesen Ring mir gekauft. Der kam auch von Rossmann. Das ist so einer. Den zeige ich euch auch gleich nochmal am Handgelenk. Witzig ist halt, dass er so eigentlich ist. Ne? Es sind zwei Ringe in einem. Einmal so glatt und einmal in so gebürstet oder was das ist oder so ähnlich. Und dann kann man die so zusammenstecken und dann halt so sich auf den Finger stecken. Wartet mal, ich zeige euch das nochmal und dann habt ihr den so auf dem Finger, ne? Als ich mir den gekauft habe, habe ich den die erste Zeit auch nur getragen, weil ich fand den so, so schön. Aber da muss man sich auch dran gewöhnen, der hat ein bisschen mehr Gewicht und der nimmt auch ein bisschen Platz ein. Manchmal stört mich das, ne? Und manchmal auch nicht. Und je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, hole ich die dann raus. Ja, und Modeschmuck waren auch zum Beispiel diese vier Ringe hier. Zeige ich euch auch nochmal. Das sind diese. Und die gab es auch im Set so zusammen. Ne, das geht nicht. Die Kamera, die blendet und vielmehr die Ringe blenden. So, ich komme nochmal ein bisschen näher. So sehen die aus. Das sind hier vier Stück. So. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch auch schon mal in die Kamera gehalten habe. Das sind diese vier und die waren auch nicht teuer. Also ich bin der Meinung, dass alle vier haben die 10 Euro gekostet. Die könnt ihr also auch zusammentragen. Ihr könnt also sagen, ich möchte alle Ringe auf einmal tragen, mit ne, alle vier. Oh, ich mache das jetzt mal nicht. Ich habe jetzt heute in der Mittag schon sehr angeschwollene Hände. Und ihr könnt sie aber auch einzeln tragen, ne? Weil ihr habt bestimmt schon ganz oft bei mir diesen einen Ring auf dem Daumen gesehen. Und zwar ist das dieser geriffelte. Das ist dieser hier. Der sieht so aus. Da hat man mich auf Instagram schon angesprochen, mehrfach. Astrid, was ist denn das für ein Ring? Und wie gesagt, wenn man da vier Stück für, ich weiß es nicht, auch wenn 10 Euro sind, ja, dann habt ihr vier Ringe, die ihr unterschiedlich tragen könnt. Und ich finde das doch super. Also mir reicht das immer so. Und wenn ich die dann mal nicht mehr mag, dann kann ich mir auch mal wieder ein paar andere kaufen. Ne? Genau wie die Kette hier zum Beispiel. Ich hoffe, dass die Kamera das jetzt einfängt. Die habe ich mir auch neu gekauft. Aber die gibt es zum Beispiel für alle Peiner. Wenn ihr mal ins Café Duo fahrt, in Stederdorf, da haben die auf dem Tresen so einen Holzbalken mit so ganz tollen Modeschmuck, so wie so Indianerschmuck teilweise auch und sowas. Und ganz, ganz tolle Sachen.
Ich hätte es euch schon längst mal verlinkt, aber das geht vom Kaffee her aus nicht, weil wenn ich das jetzt machen würde, dann müsstet ihr jetzt versteuern. Und das ist nicht ihr eigener Schmuck, das ist fremder Schmuck sozusagen, den jemand da ausstellt. Aber wenn ihr mal Lusten habt, da vorbeizuschauen, die haben da ganz, ganz tolle Sachen. Ne? Ich weiß nicht, das ist so für mich eine Eule hier, was ich hier habe. Und mit der schwarzen Kugel da drin, passend zum schwarzen Pullover, habe ich mir gedacht, ja, das finde ich sehr, sehr schön. Natürlich möchte ich euch jetzt auch noch die Uhr zeigen, die ich bekommen habe. Das ist diese hier von Daniel Wellington. Ich blende sie euch nochmal ein. Und zwar bekommt ihr natürlich wieder einen Rabattcode, den blende ich euch hier unten auch mit ein. Das ist dann 15 groß Astrid geschrieben, aber ihr werdet es gleich sehen. Ihr bekommt 15% natürlich und ich habe mir gedacht, das geht auf Weihnachten zu. Und ich weiß, dass ich letztes Jahr Weihnachten auch bei uns beim Juwelier in Peine gestanden habe, weil ich hatte, glaube ich, bei Steffi damals, bei Mama Co. die Uhr gesehen und habe nur gedacht, oh, die hätte ich gerne. Und irgendwie sind wir dann aber drüber weggekommen oder die hatten nicht das, was ich wollte. Die hatten noch einen Gutschein über 50 Euro und ich habe dann irgendwie das nicht bekommen, was ich haben wollte und habe mich noch geärgert und habe gedacht, so was Doofes. Und da fand ich die Uhren auch schon toll. Und ich hatte ja, glaube ich, schon im Sommer oder im Frühjahr eine zugeschickt bekommen, die mit dem braunen Lederarmband. Die finde ich auch sehr schön, die habe ich auch viel getragen. Aber diese hier, die trage ich noch viel lieber, weil die ist wie eine zweite Haut. Wirklich, die ist wie eine zweite Haut. Die ist ganz, ganz dünn. Mir haben schon ganz viele auf Instagram geschrieben, Astrid, ich kenne die Uhr. Die ist ganz toll. Die ist auch so ein bisschen, ich möchte mal sagen, so schlichte Eleganz. Wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich die auch in Silber genommen. Und wieder mit dem silbernen Schmuck und mit den silbernen Haaren fand ich das total schön. Ne? Und ich mag die Uhr, die ist ganz flach. Ich zeige euch das gleich nochmal am Handgelenk. Das ist ein Mesh-Armband im Übrigen. Und ich kannte das vorher so gar nicht. Ich habe mich da noch nie mit beschäftigt. Aber wenn ihr das seht, wie dünn das ist und wie dünn die Uhr aufliegt, ne? Das könnt ihr hier auch sehen. Und auch hier. Und wie, das ist ein Doppelklickverschluss. Das heißt, ihr habt einmal hier das, wo ihr das einhängt, das sind zwei Haken, das wird eingehängt, dann macht ihr das zu und dann nochmal rüber, nochmal zu. Und das finde ich natürlich super, ne? Weil ich habe schon geschrieben bei Instagram, ich bin ja so jemand, der verliert auch mal schnell was, ne? Also ich habe früher gerne und oft Uhren verloren und deswegen bin ich halt so, ja, froh, dass das so ein tolles Armband ist und so ganz dünnes und das ist ganz weich, obwohl das so ein Mesh-Armband ist, aus, mein Mann meint, das wäre Metall, ne? Ich weiß es jetzt gar nicht. Finde ich es so schön. Ne? Also ich finde die richtig, richtig toll. Ups, das war mein Telefon, das war einer von euch. Und was ich auch immer toll finde, ist die Verpackung. Ne? Es kommt so zu euch, ihr habt einmal diese Papphülle da oben drüber. Und Mädels, als ich das gesehen habe, ne, guckt euch das mal an. Ich habe gedacht, boah, was ist das denn? Wie edel ist alleine diese Verpackung? Ich weiß, dass jemand schon mal sagt, ja, die von Daniel Wellington, die sind immer so gleich irgendwie. Naja, die haben so ihren Stil, ne? Und da ist es halt, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da jetzt reinkomme. Wartet mal ganz kurz. Ja, die haben halt ihren schlichten, zeitlosen, eleganten Stil, ne? Und hier war im Übrigen die Uhr drum, die war so da drum gewickelt und dann war die hier reingesteckt. Und als ich das dann aufgemacht habe, war das echt ein Traum, ne? Also ich bin ein Verpackungsopfer, ich sag's euch. Das ist klar, als die so daherkam. Und man kann auch die Armbänder immer super wechseln. Da ist immer so ein kleiner Stift mit dabei. Dann könnt ihr ganz leicht das Armband wechseln. Das geht bei Daniel Wellington total schnell. Es gibt sie im Übrigen nicht nur in Silber. Ihr bekommt sie auch nochmal in Roségold, ne? Bekommt ihr sie auch. Und die ist auch wasserfest bis. Oh Gott, ich schreibe euch das mal unten rein. Da steht drin, wie tief die, also wie wasserfest die ist. Und ja, wie gesagt, ich mag die Uhr sehr gerne. Und 15%, jetzt, es geht wirklich auf Weihnachten zu, ne? Wir haben uns letztens erst mit jemandem unterhalten und da habe ich gesagt, meine Güte, der Oktober ist bald rum. Und dann haben wir November. Und irgendwie im November muss man sowas ja, wenn dann auch schon mal kaufen, ne? Und im Geschäft bekommt ihr halt die 15% nicht. Das finde ich sehr gut, dass ich die also über meinen Code habe hier für euch. Also das heißt, wenn ihr dort etwas bestellen könnt, dann gebt ihr einfach unten den Code. Den schreibe ich nochmal in die Infobox. Er ist auch hier eingeblendet. 15 großgeschrieben Astrid dahinter. Und dann bekommt ihr 15% auf euren gesamten Einkauf, ne? Also nicht nur auf eine Uhr, sondern auch noch, wenn ihr ein Armband nehmt oder so. Es gibt ja auch noch Armbänder. Moment, wo habe ich die eigentlich? Die hatte ich bei der letzten Uhr schon dazu bekommen. Die sehen dann so aus. Moment, ich zeige euch nochmal. Da steht auch im Übrigen Daniel Wellington drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich habe das schon ganz oft bei anderen Instagrammern gesehen und dann sieht das
so aus. Ne? Das sieht auch total schick aus. Also ich finde diese Uhr, diese schwarze Uhr, die ist so elegant und zeitlos schön und so, so modisch dabei, aber trotzdem, ne? Modern und trotzdem, ja, modern, modisch und elegant, finde ich. Also ich finde sie toll. Ja, die wollte ich euch gerne zeigen und euch natürlich auch den Rabattcode sagen, ne? Dass ihr also, falls ihr irgendwas kaufen möchtet, da natürlich eure Prozente bekommt. Und dann habe ich mir noch was bei DM gekauft, und zwar war das hier zur Zeit vom Oktoberfest, weil es kommt noch ein Video, da habe ich Barbo-Ampullen in Dirndl-Verkleidung sozusagen, und da habe ich mir das extra für das Video gekauft. Das ist sozusagen die Kette, könnt ihr sie besser erkennen. Und dazu gab es dann auch noch Ohrringe, ne? Also die habe ich noch nicht ausgepackt, das sind diese hier. Die zeige ich euch mal. So, ich habe die aus der Folie rausgenommen, weil das blendet. Die kosteten übrigens 3,95, war auch so ein Preis, ne? Da habt ihr wirklich mal so ein bisschen Modeschmuck. Da unten habt ihr die Brezeln, in der Mitte die Rosen und oben so ein bisschen Perlen, wenn ich was haben möchte. Ja, das waren, glaube ich, jetzt alle Sachen. Jetzt habe ich sie euch, glaube ich, alle gezeigt. Zum Schluss möchte ich euch noch ganz schnell den Lippenstift zeigen. Danach wurde ich schon so oft gefragt. Das ist der, den ich drauf habe. Den habe ich schon ein paar Mal bei Instagram auch gezeigt. Und zwar ist das der von Judith Williams. Und zwar aus der Serie Optical Illusion Young Red. Ob es den natürlich immer noch gibt, das ist bei Judith Williams immer ein Problem, ne? Man kauft etwas, dann ist es bei HSE24 ausverkauft. Das gibt es bei HSE24. Ihr könnt natürlich auch nochmal bei Judith Williams gucken. Die hat einen eigenen Online-Shop, ob sie da vielleicht unter der dekorativen Kosmetik etwas hat. Der war aber auch nicht billig, dieser Stift. Ihr seht aber schon, der ist sehr lang. Und was hat der gekostet? Ich glaube, ich habe 18 Euro bezahlt oder so. Also 18 Euro waren es bestimmt. Und das ist eine super, super schöne Farbe. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder Schmuck mit mir hier zu gucken. So ganz relaxed mit einer Tasse Kaffee oder Tee vielleicht. Die Zeit ist rum. Wir haben fast eine halbe Stunde geklönt. Wenn ihr mal Lust habt, meine Tasche zu sehen. Ich habe letztens auf Instagram erzählt, wie geordnet meine Tasche ist. Und da sagte jemand, kannst du nicht mal so ein Video machen? Und da habe ich gesagt, natürlich kann ich das machen. Wenn ihr da auch Lust dazu habt, dass ihr gucken wollt, was ist in meiner Handtasche so drin, wie mache ich das, ne, könnt ihr mir gerne unten drunter schreiben. Und dann mache ich auch noch mal so ein Video, What's in my bag? Und dann sehen wir uns zu dem Video auch wieder. Und ansonsten, ja, das nächste, ich hoffe, dass es das endlich das Beauty-Kaufhaus wird. Ich stelle mich jedenfalls morgen mal drauf ein. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und denkt an den Rabattcode von Daniel Wellington. Viel Spaß. Ja, bald ist Weihnachten.